Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es meinen Lesemonat Juni und der ist ziemlich gut verlaufen, würde ich sagen. Ich habe insgesamt 8 Bücher gelesen und die waren auch ziemlich gleichmäßig verteilt über den ganzen Monat. Das heißt, ich bin regelmäßig zum Lesen gekommen, was nicht selbstverständlich ist und mich natürlich sehr freut. Und ja, warum kommt das Video jetzt so spät? Ich schätze mal, ihr könnt es euch denken, ich komme mit der Hitze nicht so richtig gut klar. Ich habe dann einfach abends keine Lust mehr noch, mich vor die Kamera zu setzen, die Softbox anzumachen, die auch nochmal Wärme verströmt. Wenn ich von der Arbeit komme, bin ich fix und fertig. Oftmals liege ich wirklich nur lethargisch rum und irgendwie bin ich dem Irrtum unterlegen, dass es ja irgendwann mal wieder einen etwas kühleren Tag geben muss, an dem ich wunderbar Videos drehen kann. Aber ja, ihr wisst es sicherlich selbst, es ist seit Wochen eigentlich keine Besserung in Sicht. Es gibt keinen Regen, es gibt kein Gewitter, es kühlt sich überhaupt nicht ab. Und deswegen, ja, ist das jetzt irgendwie keine Ausrede mehr. Und ich muss mich jetzt langsam mal hinsetzen, weil ich ja eben auch regelmäßig Videos machen möchte. Mir macht das ja auch Spaß, ist mein Hobby, aber bei der Hitze, sich da aufzuraffen, ist wirklich nicht so leicht. Und damit ich jetzt hier nicht so ewig sitze, lege ich auch mal direkt los. Mein Lesemonat Juni begann mit Flammen und Finsternis von Sarah J. Maas. Das ist der zweite Teil der Das Reich der Sieben Höfe-Reihe, beziehungsweise der Trilogie. Ihr habt mich ja glücklicherweise alle unter meinem Neuzugänge-Video ein bisschen verbessert, weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass diese Reihe mehr als 3 Teile hat und auf keinen Fall eine Trilogie ist. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, weil ich niemanden von dieser Reihe als Trilogie habe sprechen hören und irgendwie hat sich das dann bei mir so aufgedrängt, dass es auf jeden Fall mehr als 3 Teile werden. Das war ein Irrtum, einer, der mich sehr freut, denn das bedeutet, ich kann zeitnah mit dem dritten Hörbuch weitermachen und die Reihe damit beenden. Das ist für mich, für meine Statistik irgendwie gut und ich habe auch irgendwie ein gutes Gefühl dabei, wenn ich nicht warten muss, bis noch ein weiterer Teil erscheint, bevor ich wirklich weiß, wie die ganze Geschichte ausgeht. Kommen wir nun aber erstmal zu meinem Eindruck des zweiten Teils. Ich werde jetzt nicht nochmal den Inhalt des ersten Teils wiedergeben. Ich habe darüber häufiger gesprochen. Ich werde euch mal den Lesemonat verlinken, wo ich über meine Meinung zum ersten Teil spreche. Da werdet ihr dann auch mitbekommen haben, dass ich davon nicht so super begeistert war oder dass mir zumindest einige Punkte sehr, sehr missfallen haben. Und glücklicherweise kann ich sagen, dass der zweite Teil mich da versöhnt hat. Also gerade die Beziehung der Protagonistin zu einem Charakter hat sich deutlich verändert, hat quasi eine 180-Grad-Wende durchgemacht. Und ich weiß, dass das ein Kritikpunkt für viele war. Für mich ist es aber total nachvollziehbar und für mich ist es auch die einzige Möglichkeit, wie man dieses Buch noch retten konnte. Also ich war sehr, sehr unzufrieden mit dieser Beziehungskonstellation im ersten Teil, fand das sehr, sehr schwierig und auch unreflektiert in der Art, wie die Autorin das rübergebracht hat. Und hier im zweiten Teil ist die Entwicklung dieser Beziehung für mich total nachvollziehbar, wenn die Entwicklung auch in eine völlig andere Richtung geht. Und als das dann also klar wurde, hat mir das Buch sehr gut gefallen. Ich habe es sehr gerne gelesen, wie auch schon im ersten Teil, aber hier eben ohne diese fiesen Kritikpunkte, die ich am ersten Teil eben hatte. Und auch die Protagonistin macht eine schöne Entwicklung durch, wie ich finde. Sie verlässt so ein bisschen ihre Opferrolle, entwickelt eine gewisse Stärke und Kraft. Womit das zusammenhängt, werde ich hier nicht verraten. Und das Schöne daran ist auch noch, dass die männlichen Charaktere, die jetzt in ihrer Umgebung sind, sie darin auch noch bestärken und eben nicht klein machen wollen. Auch das steht in starkem Kontrast zum ersten Teil und deswegen mochte ich den zweiten jetzt einfach deutlich lieber. Die Geschichte hatte weiterhin ihre witzigen Momente, auch ihre erotischen Momente. Weiterhin würde ich sagen, dass es jetzt keine Buchreihe ist für Leute, die gerne Fantasy lesen, auch wenn das eben High Fantasy ist, in einer komplett neuen Welt mit neuen Wesen spielt. Allerdings ist für mich dieser Faktor New Adult oder Young Adult sehr, sehr präsent. Also es gibt sehr, sehr viele erotische Szenen, es gibt sehr viele Passagen, die auch im Endeffekt nur auf diese Liebesbeziehung abzielen, da so ein bisschen Spannung reinbringen, es gibt prickelnde Dialoge und so weiter. Und aus der Fantasy-Perspektive her kommt man da manchmal nicht voran, weil sich eben alles um diese Beziehung dreht, um die ersten Küsse oder intimeren Momente und so weiter und dementsprechend würde ich es jetzt niemandem empfehlen, der gar nicht auf Liebesgeschichten steht und mit dem Genre New Adult auch gar nichts anfangen kann, sondern sich hier von eben einer High-Fantasy-Geschichte mit einer etwas höheren Komplexität wünscht. Ich glaube, der ist hier falsch. Mich hat dieser Mix aber sehr gut unterhalten, muss ich sagen, gerade als Hörbuch. Ich höre das ja immer in Situationen, wo ich eh nicht dazu komme, ein anderes Buch zu lesen. Und da hat es mir stets gute Laune gemacht, weil ich eben auch diese Art, wie Sarah J. Maas diese Szenen schreibt, sehr, sehr gelungen finde. Also das ist wirklich prickelnd, das hat irgendwie immer was Witziges dabei. Die Charaktere sind gut geschrieben und deswegen machte das sehr viel Spaß. Aber es hat jetzt eben auch keinen hohen Anspruch. Also man muss hier wirklich sagen, hier sind so einige Klischees aus dem New Adult Genre total vertreten. Also gerade wenn man sich mal die Charaktere betrachtet, die sind alle wunderschön, die sind immer außergewöhnlich stark, die haben einen tollen Charakter. Eigentlich ist da jeder potenziell attraktiv oder ein potenzieller Partner. Es gibt da, glaube ich, niemanden, der zu alt ist oder hässlich ist oder sonst etwas oder vielleicht zu schwach ist.
Und das fällt natürlich schon auf, wenn man sich in der Hinsicht von Büchern auch so ein bisschen mehr Vielfalt erwartet. Ich glaube, da ist man hier auch falsch. Aber wie gesagt, als Hörbuchreihe im Moment passt es für mich sehr gut. Es wird dem gerecht, was ich mir davon erwarte. Und der zweite Teil, wie gesagt, ist eine deutliche Steigerung zum ersten Teil. Und deswegen freue ich mich jetzt auch aufs Finale. Das zweite Buch im Juni war dann ein E-Book. Ich las nämlich December Park von Ronald Malfi. Eine Suppleiche. Ich habe das Buch schon ewige Zeiten bei mir auf meinem Kindle und habe es dann nie angefasst, obwohl ich sehr, sehr viele positive Stimmen dazu gehört habe. Das war auch der Grund, warum ich es dann gekauft habe. Und dann irgendwie häuften sich die negativen Stimmen und ich hatte dann keine Lust dazu zu greifen. Ich muss sagen, am Ende war ich positiv überrascht, wenn mich das Buch dann auch nicht so vollends überzeugen konnte. Die Geschichte spielt Anfang der 90er Jahre in einer Kleinstadt in Amerika und diese Kleinstadt, also Harting Farms, wird so ein bisschen erschüttert und zwar von mehreren Vermisstenfällen. Also einige Jugendliche verschwinden und es ist total ungeklärt, ob sie noch leben, ob sie ermordet wurden, wie die Zusammenhänge sind, ob diese Vermisstenfälle überhaupt etwas miteinander zu tun haben. Und wir begleiten dann eine Gruppe Jugendlicher, die zufälligerweise Zeuge werden, wie eine der vermissten Personen tot aufgefunden wird. Und ihrer Meinung nach hat die Polizei nicht gut genug nachgeschaut und so ermitteln sie dann auf eigene Faust. Und dabei machen sie so einige mysteriöse Entdeckungen. Es bleibt auch am Anfang recht unklar, ob das Ganze noch eine übernatürliche Note hat. Es ist auf jeden Fall sehr gruselig. Also oftmals sind die Kinder dann eben auch im Dunkeln unterwegs, schauen dann so in verlassenen Hütten nach, treffen sich regelmäßig im Wald, wo sie dann auch so eine Art Treffpunkt einrichten. Und ab diesem Punkt war für mich die Verbindung zu S von Stephen King ganz, ganz stark. Und auch diese Atmosphäre hat mich irgendwie sofort wieder an das erinnert, was ich empfunden habe, als ich S von Stephen King las. Und ich würde schon sagen, dass das so eine Art Hommage ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es total abgekupfert ist. Es ist irgendwie im positivsten Sinne imitiert, als wäre der Autor eben auch stark beeinflusst durch das Werk von Stephen King. Also es ist wirklich nicht so, dass man es als unangenehm empfindet oder als kopiert, sondern es ist wirklich genau die positiven Aspekte, gerade was das Atmosphärische angeht, sind übernommen worden. Und dementsprechend hat sich das für mich auch so ein bisschen angefühlt, als kenne ich die Geschichte schon. Und das hat für mich eben auch ein schönes Gefühl beim Lesen gegeben. Zudem ist der Schreibstil auch sehr angenehm, sehr unterhaltend. Ich mochte die Art und Weise, wie Ronald Malfi schreibt. Er konnte die Stimmung damit sehr, sehr gut aufbauen. Also es gab unheimlich viele Szenen, die so langsam immer gruseliger wurden, wo ich dann da wirklich saß und gedacht habe, okay, mit jedem Umblättern gleich könnte was passieren und ich da wirklich felsenfest mit rechne, dass ich gleich im nächsten Satz irgendwas Gruseliges lese. Und das hat er wirklich gut gemacht. Der einzige Kritikpunkt, den ich daran habe, ist, dass dann meistens nichts passiert ist. Und das war bis zu einem gewissen Punkt okay, aber als ich dann über 60% war von dem Buch und es ist immer noch nichts passiert, da war ich dann irgendwann so ein bisschen enttäuscht. Ich saß da ganz offen und gedacht, jetzt muss doch gleich irgendwas kommen und dann löst sich diese ganze Szene irgendwie in Wohlgefallen auf und es passiert nichts. Und das hat mich irgendwann richtig genervt. Eventuell haben sich da aber auch meine Erwartungen so ein bisschen verselbstständigt. Also als ich dieses Gefühl hatte, okay, es liest sich so ein bisschen wie S von Stephen King, habe ich vielleicht auch zu viel Spannung, Grusel und Horror erwartet, als das Buch von sich aus eigentlich bringen wollte. Also ich glaube, man darf sich hier auf gar keinen Fall einen Thriller erhoffen, sondern es ist wirklich eher ein Entwicklungsroman. Wir folgen eben Jugendlichen, die die Pubertät durchmachen, die eigentlich mit dieser ganzen Geschichte so ein bisschen erwachsen werden, also mit diesen Ermittlungen, die sie auf eigene Faust anstellen. Und das ist eigentlich so der Kern der Geschichte. Und ich glaube, da habe ich mir was anderes erhofft, weil ich wirklich aufgrund des Covers und des Klappentextes und so, habe ich irgendwie echt vermutet, es geht in so eine Horror-Grusel-Richtung, wo auch wirklich was passiert. Und das war halt nicht der Fall. Und was soll ich sagen, es hat mich einfach dann in dem Sinne ein bisschen enttäuscht. Also ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Gerade der Anfang war unheimlich stark. Aber mit jeder Szene, die super spannend war und wo am Ende nichts bei rumkam, wurde ich immer frustrierter und langsam, hat mich das Buch dann auch so richtig genervt. Und dazu muss ich dann noch sagen, dass die Auflösung des Ganzen für mich komplett an den Haaren herbeigezogen war. Das fand ich so unwahrscheinlich und irgendwie auch schlecht erklärt. Also an sich gab es diesen großen Showdown endlich mal. Also es gab dann endlich mal eine wirklich spannende Szene, wo richtig viel passiert ist und wo man nicht wusste, was als nächstes kommt oder wie das Ganze ausgehen soll. Aber die Aufklärung, was dann da im Endeffekt den ganzen Entführungen zugrunde liegt und warum man keine Spuren gefunden hat und so weiter, das habe ich dem Autor irgendwie nicht abgekauft. Das war für mich keine sinnvolle Lösung für diese Geschichte und hat mich dann eben auch nochmal enttäuscht. Deswegen waren es am Ende nicht mehr als 3 Sterne. Es war durchaus unterhaltsam. Ich glaube, wenn man da eben mit den richtigen Erwartungen rangeht, kann man das Buch auch richtig genießen. Also gerade jemand, der gerne so diese Entwicklungsromane liest, wo Jugendliche dann eben ja so ein bisschen erwachsen werden, zusammen mit so einer leicht gruseligen Stimmung, aber eben nicht erwartet, dass da ständig irgendwie was passiert. Ich glaube, dann hat man Spaß mit dem Buch, weil es wie gesagt toll geschrieben ist und eine richtig schöne Atmosphäre hat. Aber auch letztendlich würde ich sagen, da ist mir jetzt zu wenig
eigentlich passiert in dem Buch. Jetzt habe ich gerade mal über zwei Bücher geredet und mir ist schon extrem warm und ich überlege gerade, ob ich das Ganze abbreche und irgendwann nochmal weiter drehe, aber ich weiß genau, das werde ich nicht tun. Und ich habe ja eigentlich große Lust, mit euch über diese Bücher zu sprechen, deswegen ziehe ich es jetzt durch, aber ich werde danach garantiert duschen müssen. Buch Nummer 3 ist Takeshis Haut von Lucy Frickel. Hier begleiten wir Frieda, eine Geräuschemacherin, das heißt, sie macht Geräusche für Film und Fernsehen und bekommt einen ganz besonderen Auftrag, denn ihr wird quasi ein Video zugespielt, eine Filmaufnahme bzw. ein ganzer Film, wo die Audiospur leider verloren gegangen ist. Der Film wurde in Japan gedreht, spielt in Japan, der Protagonist ist ein Japaner und ja, es fehlt die komplette Audiospur, das heißt, der Auftraggeber wünscht sich von ihr, dass sie eben den gesamten Film vertont. Und man kann sich vorstellen, was das für einen riesigen Aufwand bedeutet, wenn wirklich kein einziger Ton mehr vorhanden ist und es müssen sowohl die ganzen Hintergrundgeräusche als auch die Klänge von einzelnen Aktivitäten irgendwie nachgebildet werden und Frieda lässt sich darauf auch nur ein, wenn sie selber nach Japan reisen kann, um sich dort erstmal selber einen Eindruck davon zu verschaffen, wie sich dieses Land anhört und was für Geräusche da überhaupt so im Hintergrund vorhanden sind. Und so reist sie eben mit ihren ganzen Aufnahmegeräten dorthin, lernt dort auch Takeshi kennen und beschreibt eben, wie sie dieses Land erlebt. Und das ist eigentlich nur dieser ganz spannende Aspekt an diesem Buch. Also allein wegen dem Beruf, den Frieda ausübt, ist sie nicht so sehr jemand, der das Land sieht und Dinge sieht, die dort besonders sind, sondern es ist mehr ein Hören und ein Fühlen. Und das kommt sehr, sehr gut rüber in diesem Buch. Ich kann gar nicht genau benennen, wie die Autorin das schafft, aber das fühlt sich sehr, sehr besonders an. Es ist ein sehr ruhiges Buch und eben hat eine ganz außergewöhnliche Art, einem Orte, Menschen und Dinge zu beschreiben. Also es war wirklich sehr, sehr plastisch. Ich habe immer wieder an das Parfum von Patrick Süskind denken müssen, nur dass es eben hier nicht um die Gerüche geht, sondern um Geräusche. Und das war total faszinierend. Das hat mir richtig gut gefallen. Und neben der Fremdartigkeit, die Frieda jetzt am Land erkennt, ist es natürlich auch so, dass sie Takeshi beschreibt. Denn sie verbringt in Japan eben viel Zeit mit ihm. Er führt sie zu den Schauplätzen, die in diesem Film spielen, damit sie eben wirklich in der Lage sein kann, diese Geräusche irgendwie nachzuempfinden und den Film zu vertonen. Und dabei werden natürlich auch die kulturellen Unterschiede zwischen Takeshi und Frieda nochmal thematisiert. Und auch da hat das eine sehr, sehr schöne Art, wie dieses Zwischenmenschliche beschrieben ist. Grundsätzlich ist es so, dass dieses Buch keinen wahnsinnig interessanten Plot hat. Also wenn man eben von dieser faszinierenden Art und Weise, die Geschichte zu erzählen, einmal absieht, ist das eigentlich eine relativ profane Liebesgeschichte, die sich auch mit so Beziehungsproblemen beschäftigt, würde ich mal sagen, und so ein bisschen ins Drama abdriftet. Das heißt, wer sich für Liebesgeschichten nicht interessiert, dem wird vermutlich der Inhalt dieses Buches zu dünn sein. Des Weiteren ist die Stimmung sehr melancholisch und zwar auch so, dass die Protagonistin diese Melancholie genießt und sich da auch eher so ein bisschen drin suhlt. Und ich weiß, dass es den einen oder anderen nervt. Und auch ich muss sagen, für mich war der interessante Teil eben der, wo Frieda in Japan war. Ich sage aber schon mal vorweg, das ist nicht die gesamte Geschichte so und auch nicht den Großteil der Geschichte, würde ich jetzt mal behaupten. Und dieser ganze Teil, der eben rein auf die Liebesgeschichte abzielt und Konflikte in Beziehungen thematisiert und so weiter, war für mich jetzt auch nicht so der spannende Teil. Und der nimmt hier schon recht viel Platz ein, würde ich sagen. Also auch damit muss man so ein bisschen klarkommen. Also ich glaube, es ist wirklich kein Buch für jedermann, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen, weil es eben so interessant geschrieben ist, weil es eine ganz eigene Art hat, die Geschichte zu erzählen, weil die Art und Weise, wie Tokio beschrieben wird, eben aus der Sicht der Protagonistin sehr, sehr besonders ist. Und deswegen finde ich, man sollte dem Buch mal eine Chance geben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einigen nicht so gut gefällt. Das vierte Buch ist dann Was zu dir gehört von Garth Greenwell. Ich habe dazu eine einzelne Rezension abgedreht, die ich euch wie immer verlinke und ich habe das Buch nicht mehr hier, da ich es bereits verkauft habe, denn es hat mir eben nicht so wahnsinnig gut gefallen. Wir begleiten hier einen Amerikaner, der in Bulgarien lebt und arbeitet. Er ist homosexuell und begibt sich zu Beginn des Buches zum Kulturpalast in Sofia, denn dort ist wohl in den unterirdischen Toiletten ein bekannter Treffpunkt für Stricher und Freier und er ist eben auf der Suche nach Sex. Und er trifft dort eben erstmalig auf den Stricher Mitko, dem er dann auch sofort verfällt. Also er spricht ihn komplett an, jetzt nicht nur von der sexuellen Hinsicht her, als auch charakterlich fasziniert er ihn. Er hat eine sehr einnehmende Art, er ist laut und präsent und wirkt gar nicht so, als würde er diesen Job machen und ja, so kommen die beiden dann plötzlich nicht mehr voneinander los. Unser Protagonist ist sehr abhängig von dieser Beziehung. Andererseits ist er sich natürlich auch ständig darüber bewusst, dass daraus nichts Ernsthaftes werden kann. Also man merkt auch diesen Standesunterschied in dem Sinne, dass Mitko natürlich nicht so einfach etwas an seiner Situation und seinem Beruf ändern kann aufgrund seiner Herkunft und seiner finanziellen Mittel. Und so thematisiert dieses Buch eben den Konflikt zwischen der Machtposition, die der Amerikaner innehat durch sein Geld und der Tatsache, dass er eben Mitko für eine bestimmte Dienstleistung bezahlt.
dann eben die sexuelle Macht, die Mitko wiederum auf den Amerikaner hat. Es ist auch immer nicht ganz klar, ob dann nicht noch ein paar tiefere Gefühle eine Rolle spielen oder ob das wirklich rein auf dieser Dienstleistungsebene abläuft. Die Homosexualität des Protagonisten wird auch thematisiert, das heißt, er hatte große Schwierigkeiten mit seinem Coming-out, er hatte auch einige traumatische Erlebnisse in seiner Kindheit, sein Vater wollte die Homosexualität auch nicht akzeptieren, das heißt, auch da gibt es nochmal Traumata, die auch so ein bisschen thematisiert werden. Ja, grundsätzlich ein sehr interessantes Buch, das ich auch schon seit Erscheinen auf der Wunschliste stehen hatte. Ich wollte es unbedingt lesen, habe einige positive Stimmen dazu gehört und es haben mir auch viele Aspekte an diesem Buch gefallen, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es mich jetzt nicht so sehr begeistern konnte, weil eben nicht viel Neues darin steckt. Also die ganze Handlung war für mich absolut vorhersehbar. Es ist so ein bisschen der klassische Weg, den viele Homosexuelle wahrscheinlich gehen mussten, mit den klassischen Erfahrungen und Traumata, die damit zusammenhängen. Und das klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen herzlos, aber irgendwie konnte mich das jetzt in dem Fall eben nicht so begeistern. Das hat mich emotional nicht so gepackt. Irgendwie habe ich mir erhofft, dass ich noch was Neues erfahre, nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Thematik. Und das ist eben nicht geschehen und somit fand ich das Buch okay, durchaus lesenswert, aber eben nichts, was länger in meinem Gedächtnis bleiben wird. Danach las ich dann ein sehr unbequemes Buch, nämlich Menschenwerk von Han Kang. Die Autorin hat mich ja schon begeistern können mit Die Vegetarierin, obwohl das auch so ein Buch war, was ich so während des Lesens für sehr, sehr seltsam erachtet habe und mir überhaupt nicht sicher war, ob ich es jetzt mag oder nicht mag, dass mich sehr schockiert hat mit seiner Fremdartigkeit irgendwie und dementsprechend war dann irgendwie auch klar, dass ich Menschenwerk der Autorin gerne noch lesen möchte, denn bei der Vegetarierin war es wirklich so ein klassischer Fall von ich habe es zugeklappt und war mir nicht sicher, was ich da gelesen habe und mit jeder Woche, die vergangen ist, eigentlich schon mit jedem Tag, der vergangen ist, fand ich es immer besser irgendwie und am Ende hat es 4,5 Sterne bekommen und war auf jeden Fall ein Jahreshighlight und Ähnliches habe ich mir hiervon auch erhofft. Dieses Buch behandelt die brutal niedergerungenen Studentenaufstände in Gwangju um 1980 in Südkorea. Da war es eben so, dass viele Menschen unbewaffnet gegen die aktuelle Militärmacht demonstriert haben und dabei eben vom Militär wirklich aufs Brutalste niedergemetzelt wurden. Also da wurden auf offener Straße unbewaffnete Demonstranten vom Militär erschossen und noch viel Schlimmeres. Vieles davon steckt eben in diesem Buch. Es nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und es hat wieder dieselbe Stimmung oder auch Sprache, die ich auch schon in Die Vegetarierin von Han Kang so besonders finde. Es fühlt sich sehr distanziert an, sehr kühl auch in der Art und Weise, wie schrecklichste Dinge beschrieben werden. Und ich weiß, dass das für viele dazu geführt hat, dass sie das überhaupt nicht getroffen hat. Also, dass sie sehr, sehr distanziert waren, so wie die Sprache es eben auch im Endeffekt nur erlaubt. Aber auf mich hat das immer eine ganz andere Wirkung. Ich weiß nicht, ich finde die Tatsache, dass solch unvorstellbare Grausamkeiten mit einer Normalität beschrieben werden, als würde man jetzt gerade am Küchentisch sitzen, macht es für mich irgendwie noch eindringlicher. Und ich glaube, das ist schon fast eine Typfrage, ob das für einen funktioniert oder nicht. Bei mir hat es auf jeden Fall ins Schwarze getroffen. Ich war extrem betroffen von dem, was ich hier gelesen habe. Also hier gibt es wirklich Szenen, da hat sich mir der Magen umgedreht. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Und es ist auch unvorstellbar, dass eine derartige Grausamkeit stattgefunden hat an dieser wenigen Tage, die das Ganze auch, glaube ich, nur gedauert hat. Besonders an dem Buch ist auch die Erzählperspektive. Also wir haben hier verschiedenste Perspektiven und eben auch eine, in der in der Du-Form geschrieben wird. Auch das war für mich völlig in Ordnung, denn die Du-Perspektive war für mich nachvollziehbar. Also ich wurde nicht als Leserin angesprochen, damit tue ich mich auch mal ein bisschen schwer, sondern hier ist es eben so, dass eine Person eine andere Person direkt anspricht, so quasi rückblickend oder ja aus einer besonderen Situation heraus. Also ich will da jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es macht auf jeden Fall Sinn, wie das hier gestaltet ist. Ich glaube, was das Schreckliche an diesem Buch ist und den Grausamkeiten, die hier drin geschildert werden, ist die Tatsache, dass diese Leichen, diese Toten im Endeffekt komplett entmenschlicht werden, dass sie wirklich auch beschrieben werden wie reine Fleischberge, die eben ab einem gewissen Punkt anfangen zu stinken, dann auch die Verwesungsprozesse, die damit einhergehen, dass quasi von dem Menschen nichts mehr übrig bleibt, sobald die Seele den Körper verlassen hat und dass es dann eben einfach nur noch eine Frage ist von, wie entsorgen wir die Reste, die dabei übrig bleiben und das ist irgendwie so eindringlich geschildert hier drin und wirklich so ohne einmal wegzugucken, sondern wirklich in jedem Detail, das man sich nur vorstellen kann, beschrieben, dass es wirklich keine leichte Kost ist. Ich erwarte von Han Kang auch sicherlich keine angenehme Lektüre. Das ist wieder ein sehr, sehr unbequemes Buch, genau wie Die Vegetarierin. Aber genau das ist eben, womit mich Han Kang irgendwie begeistern kann, dass sie nicht versucht, mit ihren Büchern die größtmögliche Leserschaft zu finden und alle irgendwie zufriedenzustellen oder ein Wohlfühlbuch zu schreiben, sondern
Sie macht daraus wirklich jedes Mal etwas Besonderes, etwas, was man nicht gerne liest, was sehr unbequem ist, was auch gewisse Punkte bei einem trifft, von denen man vielleicht gar nicht gedacht hat, dass man da so empfindlich reagiert. Und auch hier ist ihr das wieder gelungen und deswegen werde ich, glaube ich, alles lesen, was die Frau schreibt, zumindest was jetzt so ihre Romane angeht, denn ja, auch das ist ein Buch, das ich wahrscheinlich nie vergessen werde, das mir so schnell auf jeden Fall nicht aus dem Kopf geht und zu dem ich mit Sicherheit nochmal greifen werde, weil ja, ihre Werke sind einfach besonders. Danach konnte ich dann ein weiteres Hörbuch beenden, nämlich Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King. Ich glaube, über das Buch muss ich nicht allzu viel sagen. Selbst Leute, die mit Horror nicht viel anfangen können und Stephen King komplett meiden werden, wissen, worum es in Friedhof der Kuscheltiere geht. Ich habe es tatsächlich noch nie gelesen. Das heißt, es war jetzt auch mein erstes Mal. Und ich kann schon mal so viel sagen, dass es mir sehr gut gefiel. Ich habe es mir ja wieder von David Nathan vorlesen lassen und allein dadurch kriegt es schon einen kleinen Pluspunkt. Wie so oft spielt diese Geschichte auch wieder in Maine und wir begleiten eine kleine Familie, die dort in ein freistehendes Haus zieht. Also Mutter, Vater, Tochter, Sohn und eine Katze. Die Kinder sind noch relativ klein und dieses Haus liegt an einer vielbefahrenen Straße und der Nachbar weist sie schon darauf hin, dass dort eben einige Transporter, Lastwagen vorbeifahren, auch mit einer relativ hohen Geschwindigkeit und dass deswegen eben Gefahr für die Kinder und die Katze bestehen und ja, die Familie richtet sich darauf so ein bisschen ein. Nichtsdestotrotz hat diese vielbefahrene Straße schon dem ein oder anderen Haustier das Leben gekostet und so gibt es in der Nähe auch einen sogenannten Haustierfriedhof. Und wie sollte es bei Stephen King anders sein? Natürlich ist es damit nicht getan. Also vielleicht bleiben nicht alle Tiere tot, die dort vergraben werden und eventuell passiert auch der lieben Katze dieser kleinen Familie etwas ganz Schreckliches. Und ja, wie es dann weitergeht, müsst ihr selber lesen. Ich glaube, den allermeisten ist irgendwie der Plot bekannt. Für mich war es auf jeden Fall eine Wissenslücke, die ich jetzt mal schließen wollte. Grundsätzlich lese ich die Geschichten von Stephen King ja auch hin und wieder sehr gerne. Ich bin ja ein großer Fan der Dunklen Turm-Reihe, die sich ja doch so ein bisschen stilistisch unterscheidet von seinen anderen Werken. Nichtsdestotrotz mag ich seine Art, Geschichten zu erzählen einfach. Es geht nicht übertrieben blutig zu, also dieser Horror ist einfach auf einer Ebene, die mir sehr, sehr gut gefällt und die für mich vor allem auch gruselig ist, weil gerade so diese Schocker, diese extremen Splatter-Geschichten, das packt mich einfach auch nicht. Und Friedhof der Kuscheltiere ist für diesen ganz speziellen und unheimlich tollen Horror oder Grusel wieder ein Paradebeispiel. Also Stephen King schafft es hier wirklich, über lange Zeit gar nichts Schlimmes passieren zu lassen, aber immer wieder großartige Szenen einzubauen, wo es einem wirklich kalt den Rücken runterläuft. Und gerade durch die Art und Weise, wie David Nathan das auch noch gesprochen hat, hat es das für mich nochmal verstärkt. Also es gab hier wirklich einige Szenen, wo ich mich wirklich unwohl gefühlt habe und wo ich so gut nachvollziehen konnte, was die Charaktere irgendwie in dem Moment gerade fühlen, wie unangenehm eine gewisse Situation für sie ist. Und so konnte mich die Geschichte richtig packen. Ich habe deswegen das Hörbuch auch in sehr, sehr kurzer Zeit gehört, weil es einfach wirklich spannend war. Und ich hatte immer so ein ungutes Gefühl. Ich mochte es hier vor allem, wie ab einem bestimmten Punkt eigentlich das Unheil unvermeidlich ist und sogar die ausführenden Personen merken, dass sie gerade wirklich in die falsche Richtung gehen und dass das, was sie tun, überhaupt nicht helfen wird, sondern die ganze Situation noch verschlimmert. Und trotzdem konnte Stephen King mir das sehr, sehr gut verkaufen, dass da eben wieder dieser übernatürliche Funke drin ist, der so ein bisschen mit Maine, mit den Ortschaften zu tun hat, wie das eben auch bei S ist, wo man ja auch gesagt hat, es ist nicht unbedingt S als Person oder Wesen das Böse, sondern die ganze Stadt hat das irgendwie in sich. Und das ist hier eben auch wieder gut drüber gekommen, dass der Protagonist irgendwie so ein bisschen wie fremdgesteuert ist und dass er sich dagegen nicht mehr wehren kann und quasi diese unheilvolle Prophezeiung selbst erfüllt und sich gar nicht dagegen wehren kann. Er muss es irgendwie tun und auch das war großartig beschrieben, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat natürlich auch so diese Hoffnungslosigkeit nochmal unterstrichen, dass es einfach jetzt keine Möglichkeit mehr gibt, dass das Ganze noch gut ausgeht, obwohl man das natürlich von so einem Buch eh nicht erwartet, aber mit offenen Augen ins Unheil zu rennen, das war hier sehr, sehr deutlich geschildert, gefiel mir gut. Der einzige Kritikpunkt, den ich an dieser Geschichte habe, war das für mich sehr überstürzte Ende. Ich hatte das Gefühl, dass dieser letzte Showdown im Endeffekt, dass der wirklich sehr, sehr kurz abgehandelt war. Ich war irgendwie froh, weil es hat mich wirklich extrem gefesselt und ich war unheimlich angespannt während der ganzen Szene. Ich fand die so auch furchtbar, ich fand die richtig schrecklich. Dementsprechend war ich einerseits froh, dass es relativ schnell dann auch vorbei war, aber andererseits fand ich, dass es zu kurz kam für das, was im Vorfeld wieder alles aufgebaut wurde. Also das hätte man irgendwie nochmal ein bisschen hinauszögern können, auch wenn es wirklich unerträglich gewesen wäre, vermutlich beim Hören, aber irgendwie kam mir das zu überstürzt vor. Nichtsdestotrotz war das für mich eine wirklich grandiose Geschichte, eben auch in diesem Hörbuchformat. Genau das, was ich da bekommen habe, erwarte ich mir eben, wenn ich einen Stephen King zur Hand nehme. Und ich habe ja noch einige größere Titel von Stephen King nicht gelesen. Ich glaube, als nächstes wage ich mich tatsächlich an Der Anschlag, weil ich davon auch in letzter Zeit sehr, sehr viele positive Stimmen gehört habe. Und ich dachte immer, dass mich das thematisch vielleicht nicht so interessiert, aber gerade wie sehr alle davon schwärmen, dass es sie emotional vor allem auch extrem gepackt hat, dass sie wirklich die letzten 100 Seiten quasi aufgelöst waren, weil sie mit dem Protagonisten so mitgefiebert haben,
Ja, da bin ich dann doch neugierig. Also ich glaube, als nächstes werde ich mir den Anschlag vornehmen. Damit kommen wir zu einem Problembuch, und zwar Auslöschung von Jeff Vandermeer, der erste Teil der Southern Reach Trilogie. Geschichte hierzu ist folgende. Ich habe die Netflix-Verfilmung angeschaut und war davon so mittelmäßig begeistert. Ich war so ein bisschen planlos am Ende des Films, weil das für mich nicht so richtig stimmig war. Also es fehlte mir irgendwie an Erklärungen und ich dachte die ganze Zeit, irgendwas habe ich da verpasst. Und dann habe ich eben gesehen, dass es dazu eine Romanvorlage gibt, die auch einige Preise gewonnen hat. Und so war für mich klar, dass ich das Buch einmal lesen möchte und mir davon eben auch erwartet, dass es mir noch ein bisschen mehr Erklärung bietet, noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen und das Ganze vielleicht auch ein bisschen mehr ausarbeitet. Und ja, ich glaube, da war meine Erwartung völlig falsch. Ich hätte da nochmal so ein bisschen vorher recherchieren müssen, denn obwohl ich es nicht für möglich gehalten hätte, fand ich dieses Buch noch abstruser als die Verfilmung und es ist ungefähr der gleiche Inhalt. Also es ist jetzt nicht so, dass im Film noch von den weiteren Teilen irgendwas drinsteckt, sondern es ist wirklich das, was hier auch im Buch steht und das Buch ist nicht besonders dick. Das heißt, das kann man jetzt auch nicht sagen, dass der Film gewisse Dinge weggelassen hat, sondern hat einfach vieles auch komplett anders gemacht. Aber ich fand es jetzt hier im Buch nicht unbedingt schlüssiger, ganz im Gegenteil. Worum geht erstmal, es gibt ein Gebiet in den USA, das plötzlich entstanden ist. Es ist ein abgegrenztes Gebiet, das man jetzt nur noch Area X nennt und das so ein bisschen mit so einer Kuppel abgeschlossen ist, würde ich sagen, durch die man aber hindurchtreten kann. Es ist mehr wie eine Membran und es ist völlig unklar, woher das plötzlich kommt. Es ist allerdings klar durch Expeditionen, die man mal reingeschickt hat und das, was man von außen beobachten kann, dass dort drin andere Bedingungen herrschen, also dass dort drin eine komplett andere Flora und Fauna vorherrscht, die sich auch sehr seltsam verhält. Es wird also davon ausgegangen, dass das Ganze außerirdischen Ursprungs ist und es wird eine weitere Expedition in diese Area X geschickt, um das Ganze eben aufzuklären, um weitere Antworten zu finden. Und es gab vorher eben schon einige Expeditionen, von denen ist aber entweder niemand lebend zurückgekehrt oder aber er war derart verändert, dass man keine besonders sinnvollen Antworten mehr aus ihm herausbekommen hat. Und nun begleiten wir eben die nächste Expedition und begleiten dort insbesondere eine Biologin, die gemeinsam mit einer Anthropologin, einer Landvermesserin und einer Psychologin eben in diese Area X als nächste Expedition geschickt wird. Sie soll dort erstmal einen Stützpunkt errichten oder eben zu einem Punkt kommen, an dem man sein Basislager aufschlagen kann und von dort aus eben zusammen mit ihren Kolleginnen so ein bisschen, ja, die Gegend erforschen. Und dieses Buch macht es dem Leser wirklich nicht leicht. Also ich fand es sehr faszinierend, wie beschrieben wird, was den Personen hier widerfährt, denn es sind wirklich sehr, sehr fremdartige Dinge, denen man hier drin begegnet, die sehr gut beschrieben sind, wie ich finde, aber die eben derart abgedreht sind, dass man sie sich trotzdem nicht so richtig vorstellen kann, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist. Es ist halt immer so, dass derlei Dinge eben eine Gratwanderung sind, denn einerseits will man nicht beschreiben, was alle schon mehrfach gesehen haben, denn dann ist es irgendwie auch keine neue Idee mehr. Andererseits hat man eben das Problem, wenn man sich wirklich was komplett Neues ausdenkt, was sehr, sehr fremdartig ist, dass es dann manchmal auch die Vorstellungskraft des Lesers übersteigt und dann eben auch jegliche Beschreibung nicht dem gerecht wird, was man sich da ausgedacht hat. Und so hat sich das für mich so ein bisschen angefühlt. Also ich war irgendwie fasziniert und ich wollte wissen, ich wollte es auch irgendwie verstehen und mir vorstellen können, aber es hat an vielerlei Punkten eben dafür nicht gereicht. Daher hat mich das Buch dann auch ab einem gewissen Punkt sehr frustriert, weil man immer denkt, ja gut, am Anfang, wir werden keine Antworten finden, es ist ja auch für die Expedition noch etwas völlig Neues, wir müssen erstmal alles sammeln, was wir da in Eindrücken bekommen und irgendwann wird man schon auf das ein oder andere Mal eine Antwort finden, aber das ist nicht der Fall. Also man wird eigentlich immer nur mit neuen Erkenntnissen zwar konfrontiert, die sich aber nicht zusammenfügen lassen, die eigentlich mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten und am Ende ist man ja selber ziemlich frustriert davon, dass man irgendwie dem Ganzen nicht näher kommt und wahrscheinlich ist das Sinn der Sache, weil der Mensch eben nicht in der Lage ist, alles zu beantworten, gerade wenn wir es vielleicht mit etwas zu tun haben, was nicht von dieser Erde stammt. Wie sollten wir uns da einbilden, dass wir darauf direkt eine Antwort finden? Vielleicht ist diese Erwartung völlig haltlos und wenn dieses Buch das transportieren wollte, dann hat es das geschafft. Nichtsdestotrotz ist der Mensch eben auch so gemacht, dass er gerne Antworten finden möchte und ist auch gewohnt, den Antworten irgendwie näher zu kommen, dass das hier sehr, sehr frustrierend war. Dann hat es mich eben auch gestört, dass es für mich überhaupt keinen Sinn ergeben hat, wie diese Gruppe zusammengestellt ist. Wenn das Ganze eine militärische Operation ist, gehe ich davon aus, dass die ein gewisses Training durchmachen, die einzelnen Expeditionsteilnehmer, was sie offenbar auch haben. Es wird zumindest immer wieder davon gesprochen, dass sie gewisse Trainings durchgemacht haben, aber sie sind als Team, passen sie überhaupt nicht zusammen und sie haben überhaupt nichts mitbekommen anscheinend an Training, was Gruppenstärkung angeht, was Zusammenhalt angeht. Und so haben wir hier ein heilloses Chaos, wo sich die Expeditionsteilnehmer relativ schnell gegeneinander stellen, sich nicht mehr vertrauen und dementsprechend auch kaum noch sinnvoll agieren. Und so ist diese ganze Expedition am Ende völlige Ressourcenverschwendung, die ich einfach nicht nachvollziehen kann in dem Kontext, dass es eine militärische Operation ist. Zumal diese Area X ja auch mit Sicherheit im großen Interesse der Regierung liegt, die da sicherlich auch einiges an finanziellen Mitteln hineinpumpt.
war für mich diese Zusammenstellung und das Agieren dieser Expeditionstruppe überhaupt nicht nachvollziehbar. Zumal dann auch die Charaktere sehr, sehr blass blieben. Also auch denen hat man sich irgendwie nicht so richtig zugehörig gefühlt. Man hat sie selber nicht durchschaut. Sie waren auch teilweise so ein bisschen widersprüchlich. Und ja, es wird dann auch immer wieder davon geredet, dass diese Area X vielleicht auch so ein bisschen Einfluss nimmt auf die Psyche der einzelnen Personen oder derer, die dieses Gebiet betreten. Was man natürlich dann auch wieder als Erklärung hernehmen kann, was aber auch wieder so ein bisschen unbefriedigend ist. Ja, und irgendwie häufen sich damit die Punkte, die mir nicht so gut gefielen an dem Buch, kann man eben nicht anders sagen. Grundsätzlich finde ich die Ideen, die hier drin stecken, also womit man es hier zu tun hat, extrem innovativ und gut. Wenn man das vor allem weiterdenken würde, wenn man da mehr ins Detail gehen würde und eben gewisse Antworten finden würde, wäre das großartig. Aber dadurch, dass man sich alles denken muss, alles eigentlich nur spekulativ ist, gibt mir das irgendwie zu wenig. Zumal der Autor auch ein Talent dafür hat, den Blick abzuwenden von dem, was gerade wirklich interessant ist. Also es gibt hier mal so ein paar Punkte, wo man das Gefühl hat, jetzt musst du nur genau hinschauen und dann finden wir die Antwort auf das und das und das. Und gefühlt wird dann genau dieses wichtige Ereignis in einem kurzen Nebensatz erwähnt. Und im Endeffekt geht es primär um irgendwas, was keinen interessiert. Und das hat mich auch wahnsinnig gemacht. Also ganz oft habe ich gedacht, wenn ich jetzt der Kameramann wäre, dann würde ich nochmal zurückschwenken und nochmal ranzoomen. Und dann würde man direkt irgendwas darin erkennen, was man irgendwie in Verbindung setzen könnte. Aber da sich derjenige abwendet, hat man keine Chance mehr. Und das war auch so ein Punkt, der mich richtig gestört hat. Also ja, wirklich ein Buch, das mich am Ende so ein bisschen geärgert hat irgendwie mit seiner Art. Und ich habe dann auch nochmal ein bisschen rumgefragt und alle sagten, dass es im zweiten oder im dritten Teil nicht unbedingt besser wird. Im Gegenteil, das wird sogar eher noch undurchsichtiger und noch abstruser und dementsprechend, ja, ich war mir ein bisschen unsicher, ob ich es nicht weiter verfolgen möchte, weil eben, wie gesagt, gute Ideen hier drin stecken und eben der ein oder andere Aspekt sehr, sehr interessant ist. Aber ich weiß nicht, ob es mich am Ende nicht einfach zu sehr ärgert und deswegen bin ich jetzt gerade eher davon überzeugt, dass ich die Reihe nicht weiterverfolgen werde und das Ganze auch wieder aussortiere. Würde mich hier auf jeden Fall interessieren, wie ihr die Reihe empfunden habt. Ich habe das Gefühl, hier gibt es wirklich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen fanden es großartig, die anderen mochten es gar nicht. Also lasst mir dazu gerne euren Eindruck in den Kommentaren, da würde mich freuen. Und ja, das war auf jeden Fall meine Meinung dazu. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Buch aus dem Lesemonat Juni und das war Was vom Tage übrig blieb von Kazuo Ishiguro. Auch eine Supplerche, die mehr als 2 Jahre darauf warten musste, bis ich sie lese. Das ist wirklich schon traurig, zumal dieses Buch großartig war und es das wirklich nicht verdient hat, so lange ungelesen bei mir rumzustehen. Wir begleiten hier den in die Jahre gekommenen Butler Stevens, der Zeit seines Lebens auf Darlington Hall gedient hat. Eigentlich immer unter Lord Darlington, dem er sehr treu ergeben war. Mittlerweile ist das Anwesen aber verkauft an einen Amerikaner, der ihm dann mal ein paar Tage freigibt und auch sein Auto zur Verfügung stellt, damit sich Stevens mal die englische Landschaft ein bisschen anschauen kann, die Gegend um Darlington Hall. Denn tatsächlich hat Stevens diese Gegend und England im Allgemeinen noch nie bereist. Und dieser nutzt dann die Zeit, um so ein bisschen auf sein Leben zurückzublicken, auf seine Zeit mit Lord Darlington und was er dort alles Tolles erlebt hat, ja, was das Butler-Dasein auch mit seinem eigenen Leben, mit seinen eigenen Wünschen und Träumen gemacht hat und dabei begleiten wir ihn. Also grundsätzlich besteht die Reise oder auch der Inhalt dieses Buches nur aus wenigen Tagen, in denen ja Stevens gar nicht so viel tatsächlich in der Gegenwart macht, aber sehr, sehr viel in der Vergangenheit lebt. Das heißt, wir erfahren überwiegend Erinnerungen aus der Zeit seines Butler-Daseins. Angefangen mit den Werten, die er dem Butler-Dasein zuschreibt. Das kommt auch so ein bisschen von seinem Vater, der ebenfalls Butler war und wohl eine außergewöhnliche Würde in diesem Beruf hatte. Und ich muss sagen, dass mir das den Einstieg in die Geschichte ein bisschen schwer gemacht hat, weil es eben wirklich direkt losgeht mit Erinnerungen. Man ist eigentlich überhaupt nicht in der Gegenwart, man switcht sofort in die Vergangenheit dieses Butlers und ist in einem sehr, sehr theoretischen Gedankenkonstrukt erstmal gefangen, bevor man die Person überhaupt richtig kennengelernt hat. Und das hat mir so ein bisschen den Einstieg erschwert, weil das für mich sehr, sehr theoretisch war, worüber der Butler eben nachgedacht hat, worüber Stevens nachgedacht hat, auch in Bezug auf das Thema Würde, Butlertum. Das war alles super antiquiert und dazu passte die tolle Sprache in diesem Buch, die das wunderbar eingefangen hat. Das war wirklich so umständlich, wie Stevens gewisse Dinge formuliert hat, dass es wirklich amüsant war, aber es hat mir trotzdem den Einstieg nicht ganz so leicht gemacht, muss ich sagen. Es wurde dann aber wirklich mit jeder Seite besser. Ich habe den Charakter immer besser kennengelernt. Ich habe dann auch langsam so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, dass man ihm nicht alles glauben kann, dass er eben auch gewisse Dinge aus seinen Erinnerungen verfälscht, dass er so ein bisschen was idealisiert, auch gerade in Bezug auf seinen alten Arbeitgeber Lord Darlington, den er immer als wahnsinnig integeren Menschen dargestellt hat, zu dem er aufschaut, für den es eine Ehre war zu arbeiten und langsam mit den Erinnerungen bröckelt so das Bild, er verstrickt sich da so ein bisschen in Unstimmigkeiten und das wird immer spannender und somit war für mich nur der Einstieg schwierig und danach habe ich das Buch einfach nur noch genossen. Ja, und das Buch wird dann auch mit jeder Seite immer trauriger und am Ende war ich wirklich richtig getroffen, denn
Ja, es geht natürlich so ein bisschen um die Frage, ob man als Butler nicht irgendwie sein Leben jemand anderem schenkt. Im Endeffekt lebt man bei seinem Arbeitgeber, man ist rund um die Uhr verfügbar, man hat eigentlich keine Möglichkeiten, selber eine Familie zu gründen oder seine eigenen Träume zu verwirklichen. Man gibt sich selber auf und natürlich glorifiziert Stevens dieses Leben auch und diesen Berufsstand an sich. Aber es ist natürlich auch eng damit verknüpft, wer der eigene Arbeitgeber ist, ob man durch seine Tätigkeit, durch das Dienen dieser Person auch etwas unterstützt, was unterstützenswert ist, etwas Gutes für die Welt tut oder die Gegend, in der man lebt. Und wenn sich dann herausstellt, dass das vielleicht gar nicht der Fall ist, dass man in den falschen Situationen weggeschaut hat, dass der Arbeitgeber vielleicht nicht der ist, für den man ihn immer gehalten hat oder den man jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen idealisiert, dann muss man sich natürlich auch die Frage gefallen lassen, ob das Leben nicht verschwendet ist und ob man wirklich für die richtige Person seine eigenen Träume, sein eigenes Leben aufgegeben hat. Und das macht diese Geschichte am Ende unheimlich traurig. Mich hat das sehr, sehr mitgenommen. Ich habe da noch lange drüber nachgedacht und finde auch, dass hier so, so viel mehr drin steckt als das, was man liest. Man hat immer das Gefühl, es wird relativ oberflächlich erklärt und es geht um viele Dinge, die gar nicht so richtig was mit der Geschichte zu tun haben. Aber letztlich spielt das alles irgendwie zusammen und macht das Ende noch intensiver. Also es war für mich ein großartiges Leseerlebnis, auch ein Buch, das ich mit Sicherheit nochmal lesen werde, weil ich eben glaube, dass da noch viel mehr drinsteckt, was ich beim erstmaligen Lesen gar nicht entdecken konnte. Gerade weil ich jetzt auch weiß, worauf das Buch hinaus möchte. Und ja, die Sprache kann man sowieso auch noch ein zweites Mal genießen. Also wieder so ein Buch, das völlig zu Unrecht so lange ungelesen bei mir herumstand und bei dem ich sehr, sehr froh bin, dass ich es jetzt gelesen habe, das mich sehr begeistern konnte, was mit Sicherheit auch ein Jahreshighlight wird übrigens. Und damit bin ich jetzt auch endlich am Ende dieses Lesemonats angekommen. Ich habe hier gefühlt 4 Stunden gesessen. Ich musste mehrere Pausen einlegen, zwischendurch mein Eis essen oder einen gekühlten Kaffee trinken, weil es echt unerträglich heiß ist im Moment und das macht mir das Videodrehen wirklich schwer. Ich habe an sich Lust, mit euch zu reden, aber es ist einfach im Moment total unangenehm und ich hoffe, das wird mal besser in den nächsten Tagen. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf eure Kommentare unter diesem Video. Lasst mir gerne da, was ihr zu den Büchern zu sagen habt, die ich euch gezeigt habe, ob ihr da meiner Meinung seid oder ob ihr das ganz anders empfunden habt. Lasst mir auch gerne da, falls ihr irgendwelche Highlights im Juni hattet. Das interessiert mich auch immer sehr, weil ich dann auch direkt mal schaue, ob ich mir da nicht was auf die Wunschliste schreiben kann. Und damit hoffe ich jetzt, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut, und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!